Assalamu alaikum aus meinem Erdkerfmut, mehr oder weniger. Ja, aus gegebenem Anlass wegen dem Kopftuchverbot für Beamtinnen schalte ich mich jetzt hier dazu, mache ein Video. Ihr hattet ja in der Story abgestimmt. Ich habe nämlich so viele Gedanken und eigentlich wollten wir auf Kopftuchmädchen so ein bisschen für die letzten 10 Tage des Ramadans ein bisschen Auszeit nehmen. Aber ja, einfach wegen der politischen Situation haben wir uns gezwungen gesehen, da irgendwie als Kopftuchmädchen da ein Statement zu beziehen und ein bisschen was auch zu posten in der Story. Ja, es gibt, wie ich schon in der Story erwähnt hatte, verschiedene Gedanken, die mir so durch den Kopf geschossen sind. Und ich hoffe, ich kann die hier so ein bisschen sortiert irgendwie wiedergeben. Und zwar ein Gedanke war, der mich voll enttäuscht hat, war, als ich gestern beim Tarawih-Gebet war, beim nächtlichen Gebet in der Moschee und dort einfach die Situation in dem Frauengebetsbereich, wenn man das überhaupt als Frauengebetsbereich bezeichnen kann, gesehen habe, der schon den ganzen Ramadan über so ist. Das hat sich jetzt verändert, aber ich erzähle kurz erstmal, wie es bis jetzt war. Und zwar gab es in dieser Moschee, die ich nicht erwähnen werde, zwei Gebetsbereiche, einmal für die Männer, welches auf jeden Fall mindestens doppelt so groß ist, was okay ist. So. Dann halt der Frauenbereich, der ist ja auch nicht winzig, also ist eine ganz gute Größe. Und genau, und dieser Frauenbereich war den ganzen Ramadan über, außer gestern, nach dem Tarawih-Gebet erst, wurde der geöffnet. War er sozusagen, weiß ich nicht, ich will jetzt nicht lügen, ja, so ein Viertel war für die Frauen und der andere Teil war auch für die Männer. Das heißt, die Männer hatten den großen, sehr gut großen Gebetsraum, den sie eh hatten, das ist halt für die Männer, und dann sogar noch über die Hälfte des Frauengebetsbereichs. Und die Frauen hatten so gefühlt so zwei Reihen, so zum Beten. Und alle anderen Frauen und mich eingeschlossen hatten, haben auch noch im Flur gebetet. Alles unter Corona-Maßnahmen mit Abständen und so und Maske, aber es ist ja kein Zustand, im Flur zu beten. Also im Frauenbereich gab es dann weiterhin so einen Flur und da wurde halt gebetet. Und ja, wenn eine Person aus dem Mini-Frauengebetsraum auf Toilette wollte, musste sie halt immer gucken, dass sie nicht bei der Kibla der anderen Person irgendwie vorbeiläuft. Und das ist halt, haben nicht immer alle richtig gecheckt, betet die jetzt Person oder nicht. Und dann wurde halt durch die Kibla gelaufen oder auf Gebetsteppichen drüber gelatscht. Oder ja, es ist einfach im Flur halt nicht geeignet dafür. Es ist halt einfach auch ein Fluchtweg. Und ich saß dann da und habe so mir Gedanken gemacht und es hat mich echt traurig gemacht, weil einerseits habe ich überlegt, okay, es ist dieses geplante Kopftuchverbot, das ist voll krass und das macht auch voll den Druck für allgemein Kopftuch tragende Frauen, weil es ein extrem Symbolpolitik ist. Es geht ja jetzt nicht nur um Beamtinnen, die das Kopftuch tragen, es ist generell ein Symbol. Dass der Staat halt nicht wirklich muslimische Frauen, muslimische kopftuchtragende Frauen in ihren Berufswünschen und in ihrer Selbstverwirklichung nicht unterstützen will. Also dieses Symbol sendet es zumindest für mich. Und dann saß ich da und habe gemerkt auch, wie wir Frauen in unseren Moscheen auch nicht mal diese Wertschätzung bekommen. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber es hat mich voll traurig gemacht, weil ich dachte mir, ey, was ist das für ein Zustand, ja? Was ist das für ein Zustand? Wir sind letztendlich Zielscheibe antimuslimischen Rassismus, nicht nur, aber auch sehr viel und sehr oft, weil wir einfach sichtbar sind als Musliminnen. Und ja, und das hat mich halt traurig gemacht, dass selbst in den Moscheen, wo wir hingehen, die Argumentation dann gesagt wird, ja, da kommen nicht so viele Frauen. Ey, Alter, es ist irgendwie, der Ramadan ist fast gelaufen und du siehst, dass da voll viele Frauen sind, die sogar im Flur beten,
Da sind ja auch so Markierungen auf dem Boden. Das heißt, ihr rechnet damit, dass Leute, so Frauen auch im Flur beten, wo ich mir denke, was ist das für eine Wertschätzung? Was gibt ihr uns denn da mit? Und die Männer übernehmen halt den Frauenraum. Sorry, das ist unser Space. So. Die Gang denken sich ja auch nicht viel dabei. Die Betenden, die kommen. Aber von der Moscheeverwaltung, von der muss ja irgendwie was klingeln und sagen, krass, also unsere Schwestern, die sind jetzt unter extremen Druck, die leiden und werden wirklich von überall so das Gefühl so angerempelt, bildlich gesprochen. Und wir geben denen hier keinen Safe Space, wir zeigen denen nicht Wertschätzung. Und wir sollten das, also ich finde, wir sollten das. Und es hat mich voll traurig gemacht gestern beim Tarawih-Gebet und hat mich auch auf die Idee gebracht, dass wir irgendwie einfach lauter werden müssen, einfach als Frauen. Die Frauen haben das alles so hingenommen. Und ich glaube, also ich, nur das, was ich gesehen und gehört habe, ich habe nicht gemerkt, dass Frauen wirklich so sich aktiv beschwert haben. Und ich habe dann das Gespräch gesucht mit einer, die so ein bisschen den Blick darauf hatte, die Corona-Regel einzuhalten. Und sie hat gesagt, ja, ich habe mich auch gewundert und ja, so nach dem Motto, aber so hingenommen, ne? Und das finde ich so traurig, dass wir ja gar nicht so da laut werden, dass wir das einfach dann akzeptieren. Naja, gut, die Männer sind mehr, dann bete ich jetzt im Flur. Sorry, aber ich will auch diese Experience haben. Ich will auch da in Ruhe in einem schönen Raum beten, ohne dahin gequetscht zu sein im Flur. Also gequetscht jetzt nicht, aber es ist einfach nicht geeignet für ein Gebet. Und die Männer kriegen dann den Space und die Männer kriegen dann diese schöne Möglichkeit, eine schöne Atmosphäre. Und man kann mir jetzt nicht sagen, dieses Argument wie beim Freitagsgebet, ja, aber für die Männer ist es Pflicht. Nein, Tarawih ist für jeden gleich. Also es ist ein freiwilliges Gebet, was man machen kann, was ganz besonders ist und was nur mal Ramadan ist. Und ich finde es so schade und das ist auch nicht das erste Mal, dass Frauen vorenthalten wird, halt auch diese religiöse, spirituelle Erfahrung halt nicht machen zu können oder nicht genau so, wie es halt den Männern angeboten wird. Und ich finde, das hat ganz viel damit zu tun, ja, wie was das mit sozusagen muslimischen Frauen hier in Deutschland macht. Und meine Frage ist, für wen sind die Moscheen? Das ist eine Frage. Und die andere Frage, machen sich Moscheen wirklich aktiv Gedanken, wie sie Frauen unterstützen können? Ist ihnen überhaupt bewusst, dass es diese Lebensrealität gibt? Unabhängig davon zu meckern, ja, das ist jetzt so ein Gesetz, was gemacht hat. Ja, bitte, 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 bitte meckert. Meckert ganz, ganz laut. Und meckert in Richtung Regierung und schreibt Briefe und macht das alles. Aber ich finde, wir müssen uns auch selber reflektieren und gucken, wie viel Support geben wir wirklich. Ist es nur Gemeckere, weil es irgendwie Spaß macht und auf Social Media, bla, bla, bla? Oder tun wir wirklich aktiv was dagegen? Und ich finde, wir sollten zweigleisig fahren. Wir sollten einerseits, sollten wir natürlich politisch da etwas in Bewegung setzen wollen. Und wir sollten unsere Schwestern aktiv auch unterstützen. Und ich würde mir auch viel mehr von den Männern wünschen, zu sagen, es gibt Männer, ja, die haben Statements verfasst, das haben wir auch teilweise in unserer Story gepostet, aber halt wenig, also nur ein Post davon. Es gibt einen Bruder, der vor ein paar Wochen uns angeschrieben hat und ein Lied gemacht hat darüber, was ich auch voll schön finde. Aber es sind wirklich Einzelfälle. Und ich würde mir viel, viel mehr wünschen von, ja, von unseren Männern, von unseren Brüdern, dass die da irgendwie mehr Statements setzen. Und ja, wenn ihr Beiträge kennt von Männern, dann schickt sie uns sehr, sehr gerne. Wir reposten sie. Aber mir geht es darum, zu überlegen, wie können wir den Support geben und wie können wir auch in Moscheen Gegebenheiten, Rahmenbedingungen schaffen, die es für Frauen ja attraktiv macht, auch in die Moschee zu gehen. Weil wenn ich weiß, und dieses Argument, ja, es kommen nicht so viele Frauen, ja, wenn ich weiß, ich habe da zwei irgendwie
rein, wo die nur beten, ja, dann brauche ich mich auch nicht dahin quetschen. Also dann ist es halt auch keine schöne Atmosphäre zu beten. Oder wenn ich weiß, wenn ich mal zum Freitagsgebet gehen will, wenn ich weiß, ich werde da schief angeguckt und nach dem Motto, hä, was suchst du denn hier? Das ist ja Pflicht für Männer, die haben keinen Platz und so, buh, raus mit dir. Denke ich mir so, hey, dann finde doch eine andere Lösung. So, vielleicht habt ihr das mitbekommen bei mir, das ging ja voll so viral gefühlt, diese Story mit der Moschee, als ich mich voll aufgeregt habe. Und ich hatte dann nochmal ein anderes Video so mit der ganzen Zusammenfassung gemacht. Ihr könnt sie finden in den IGTVs, falls ihr es nochmal nachschauen möchtet. Ja, und da habe ich mich auch gefragt, ey, ganz ehrlich, ich werde schon so von der Mehrheitsgesellschaft diskriminiert und dann in der Moschee ist nicht mal da so ein Safe Space für mich. Hey, Alter, wer kümmert sich dann um mich? So, das ist krank, das ist wirklich krass. Und wenn ich dann sage, ich will noch meine irgendwie Träume leben und mich irgendwie verwirklichen, dann wird mir auch gesagt, nee, kannst du nicht. Da musst du schon hier irgendwas ausziehen, wo ich mir denke, boah, ja. Muslimische Frauen haben echt, ja, die haben echt richtig krass zu kämpfen. Du musst voll tough sein, wenn du ein Kopftuch trägst. Wirklich, mega tough. Und dann gibt es Situationen, wo Frauen sagen, ey, ich kann nicht mehr. Und dann werden die auch noch voll krass gejudged. Und dann wird dem voll was vorgeworfen. So, ey, bleib bei dir, so, mach dein Ding. Und die Person macht ihr Ding. Und wenn sich das irgendwie bewegt, dann mach Dua für die Person. Und das ist es einfach. Also, wir brauchen nicht immer alles kommentieren. Und besonders wird auch immer die Kleidung von Frauen kommentiert. Wenn jetzt ein Bruder irgendwie eine kürzere Shorts anhat, sagt keiner was so. Aber bei Frauen ist das schon der Fall. Also, ich wünsche mir mehr Support, besonders in so einer Zeit, weil ich mir vorstellen kann, dass es mehr Anfeindungen gibt und rassistische Übergriffe, besonders auf Kopftuch tragende Frauen, würde ich mir mehr, also von allen, nicht nur von unseren Brüdern, sondern wirklich von allen, da sind auch alle Allies mit gemeint und vielen Dank geht auch raus an euch. Das ist einfach wichtig, um eine gesunde Gesellschaft zu haben, diese Vielfalt zuzulassen, weil das ist halt unsere Lebensrealität. Und durch Gesetze das künstlich so unterdrücken zu wollen, damit diese Realität nicht sichtbar wird in bestimmten höheren Positionen, ist einfach, ja, einfach eine extreme Form von Diskriminierung. Und ich hoffe nicht, dass dieses Gesetz tatsächlich durchkommt, denn es muss noch durch eine Instanz und die Rabia, ich hoffe, ich habe den Namen richtig gesagt, hat dazu einen super tollen Post gemacht, den wir auch in unserer Story haben. Also schaut gerne nach. Und was man denn jetzt machen kann. Und sie hat da so einen vorformulierten Brief, den man halt ja, an die Regierung schicken kann, den man nutzen kann. Ich glaube, der Links müsste in ihrer Bio sein. Lasst uns das nicht akzeptieren, das ist wichtig. Also Gesetze werden erlassen und können auch wieder aufgehoben werden oder sind noch gar nicht richtig durch. Und dann wird aber es so dargestellt, als ob dieses Gesetz jetzt voll fest wäre, als ob das voll durch wäre, damit wir das glauben und ja nicht mehr nichts dagegen tun. Aber wir leben in einer Demokratie. Und das heißt, dass wir da mitmischen können und sogar sollen. Und das heißt, wir sollten auf jeden Fall, es gibt nichts Demokratisches als das, jetzt was zu tun dagegen. Und ja, das sind so ein paar Gedanken von mir zu dieser Situation, die aktuell herrscht. Und zu dem Kopftuchverbot für Beamtinnen, aber auch zu der alltäglichen Situation von Musliminnen. Und ja, ich hoffe, dass das Video hier ein bisschen mehr Lebensrealität, mehr Einblicke gewährt hat und dass jeder und jede einzelne von euch das irgendwie zum Nachdenken bringt oder dass es euch ein bisschen inspiriert oder einfach, dass ihr mitnicken könnt und sagen könnt, ja, endlich hat das jemand ausgesprochen.
mir geht das total und genauso. Oder hey, nee, sehe ich anders, ich mache andere Erfahrungen auch gerne. Schreibt es uns in die Kommentare. Und ja, ich bin gespannt auf diesen Erfahrungsaustausch. Bis dahin und Assalamu alaikum.